So, nachdem hier auf breiter Front das Okay kam, Bild zu sehen ist, Ton zu hören, freue ich mich, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen zum heutigen JFD-Workshop. Eine kleine Namensänderung gab es ja hier früher, JFD Insight. Das haben wir jetzt ein Stück weit umformiert. Dazu auch gleich nochmal der Hinweis auf unsere Eventseite. Da wird es in Zukunft noch einige Webinare mehr geben, neben den Live-Sendungen, die ja hier auch über den Livestream von Guidance, Gottmer Trader, laufen, haben wir hier auch einiges mehr noch zu bieten. Wir werden auch hier in diesem Monat noch ein Live-Trading abhalten. Schauen Sie sich da einfach mal hier auf unserer JFD-Event-Seite um. JFD Insight wird es in Zukunft auch geben, dann allerdings mehr mit einer Art FAQ-Sendung im Sinne von, ja, Fragen Ihrerseits an uns, und mit uns meine ich hierbei unseren COO Lars Gottwick, Partner und Mitbegründer von JFD Brokers, aber auch mich, die dann hier ihre Fragen gern aufnehmen werden und behandeln werden. Und das wird definitiv für die Zukunft ein Thema sein. Das heißt dann eben auch hier JFD Insight, da wir dann sozusagen für Sie bereitstehen, um Fragen und Antworten zu geben. Neben dem, wie gesagt, einmal monatlich auch ein Live-Trading. Wir starten hier am 28.04. Näheres dazu hier. Baut auch hier dahingehend auf das Rainbow Trading Seminar auf, was direkt eine Woche vorher stattfindet, wo Sie als JFD-Kunde, wenn Sie denn Interesse haben, Ihr Setup zu ergänzen, was anderes kennenzulernen, auch hier einen ordentlichen Rabatt verpasst bekommen. Das die Erwähnungen am Rande. Wir werden weiterhin auch das Webinar-Konzept ein Stück weit ausbauen, und vielleicht haben Sie es diese Woche auch schon mitbekommen. Wir hatten am Dienstag den Highspeed-Trader zu Gast bei uns, nämlich hier den Heiko Behrendt, der jetzt fortan in diesem Format Highspeed Trading jeden ersten Dienstag im Monat hier für uns am Start sein wird und dann praktisch so eine Art Einblicke in sein Highspeed-Scalp Trading geben wird. Das dann hier eben die hautnahe Praxis, sowohl bei uns von unserer Seite in Sachen Live Trading und dann aber auch von externer Seite, wenn wir dann hier Gäste haben oder uns auch andere Trader noch ins Boot holen. Wird also spannend, bleibt spannend. Ich hoffe, Sie haben die erste Handelswoche im April, die erste richtige Handelswoche im April gut überstanden. Und heute soll es ja darum gehen, Sie sehen ja hier, dass wir in der im Vormonat vielmehr ja hier mit dem Teil 1 des Konzepts der technischen Analyse angefangen haben. Und wer von Ihnen war denn nicht dabei? So rum will ich mal lieber fragen. Wir haben heute wieder viele Teilnehmer. Es würde mich aber interessieren, wer eben nicht dabei war bei dem ersten Seminar, beim ersten Workshop zum Konzept der technischen Analyse. Da ging es im Schwerpunkt um die Trends, die Trendbearbeitung, Trendbehandlung, Aufbau von Trends, Erkennung, Definition und wie man diese eben dann hier für sich ja, gewinnen kann. Ich sehe hier einige Teilnehmer, die leider nicht dabei waren. Der Rest, wenn ich das mal so grob überblicke, war sicherlich dabei. Ist kein Beinbruch. Wir können das gern auch wiederholen. Zu Teil zeichnen wir Webinare auf, also insbesondere die Live-Trading-Webinare werden wir alle aufzeichnen. Bei den Education-Seminaren werden wir es uns immer wieder, ja, je nach Inhalt sozusagen zurechtstecken. In dem Fall wäre es jetzt nicht schlecht, wenn wir die Serie sozusagen aufgezeichnet hätten. Aber wir haben auch immer wieder neue Inhalte da ergänzend. Insofern ist es immer ganz nett, wenn man das eben dann auch durchaus nochmal neu auflegen kann. Das werde ich hiermit auch gern nochmal tun, vielleicht sogar dann direkt nochmal anknüpfen hier an den Event vom Juni, dass wir dann praktisch, ja, Sommer, August ist wahrscheinlich eher so Ferienzeit, aber dann September, Oktober nochmal mit der vierteiligen Serie sozusagen beginnt, um eben hier Einblicke ins Trading bzw. der Vorgehensweise beim Konzept der technischen Analyse zu geben. Heute Teil 2 im Workshop. Mal sehen, ob es noch zu sehen ist. Es geht hierbei um Formationen, deswegen auch kein Beinbruch für die, die es jetzt im ersten Teil sozusagen nicht erfasst haben in Sachen Trendbewegung, Trenddefinition. Kein Beinbruch deswegen, da es ein separates Element vom Konzept der technischen Analyse ist. Das heißt, die Inhalte sind dennoch gut verwertbar. Und der einzige Punkt ist eben, das sollten Sie mitnehmen heute, dass die Formationsanalyse, wenn man sie dann durchführt, erst nach der Trenddefinition erfolgen sollte. Daher auch das Prinzip, und da gehe ich gleich mal kurz hier auf eine Folie ein, die wir dann auch gleich im Nachgang nochmal sehen werden. Da ist er, das Konzept der technischen Analyse umfasst nämlich die vier Elemente: Trenddefinition, Formationsanalyse, Candlesticks und diverse Indikatoren, dann noch der Verbund der Zeitebenen, also hier der Multi-Timeframe-Ansatz.
Und das sind Punkte, meine lieben Zuschauer, die werden wir jetzt jeweils in einem Webinar sozusagen durchnehmen. Teil 1, wie gesagt, definiert und Teil 1 deswegen definiert, weil der Trend das erstmal das Wichtigste, das A und O ist. Das heißt, Sie müssen erstmal wissen, wo stehe ich denn aktuell mit meinem Basiswert im Markt, beziehungsweise wie sehe ich den, wie sieht denn der Markt, wie ist der Trend geschnitzt. Ergo Seitwärtsmarkt oder eben aufwärts, abwärts. Und das kann man eben relativ simpel gestrickt definieren, um dann darauf aufbauen, mit Formationen zu arbeiten. Denn es gibt eben hier Unterschiede. Kleine, aber feine in den Formationen, aber um das eben abzuleiten, sollte man erstmal den vorherrschenden Trend definiert haben und auch kennen. Deswegen wichtig, sich mit Teil 1 zu beschäftigen. Und wer von Ihnen jetzt den Teil 1 nicht gesehen hat, hoffe ich dennoch, dass Sie imstande sind, natürlich auch hier Trends schon definieren zu können. Ja, wie gesagt, es gibt dann nochmal ein Nachgang-Webinar, wo wir das Ganze dann nochmal mehr erläutern. So. Und dann wollen wir auch eigentlich schon gar nicht mehr so viele Worte verlieren und hier heute eben einsteigen. Die Hinweise sind gelaufen und heute hier soll es jetzt im Schwerpunkt eben um den Workshop gehen, des technischen Analysekonzepts, die Formationsanalyse. Mit wem haben Sie es zu tun? Nochmal ganz kurz. Werden Sie ja mittlerweile wissen und kennen. Im Übrigen hier Info auch am Rande nächste Woche Invest in Stuttgart. Dort werden wir, also JFD, nicht in Form eines Standes vertreten sein, aber wir werden vor Ort sein. Also hin und wieder einen Vortrag halten, Schrägstrich auch dort. Heiko Behrendt wird dort auch ein Live-Trading vollziehen für uns dort am Start. Und wir werden im Prinzip da eben auch die ein oder anderen Gespräche führen, wenn Sie dort vor Ort sind. Lassen Sie es uns wissen. Auf eine Tasse Tee oder einen Espresso findet man sich sicherlich immer wieder. Ansonsten hier die Eckdaten meinerseits. Ich denke, ich habe hier im Markt schon ein Stück weit was an Erfahrung sammeln können und darum ist es mir auch ein Anliegen, das natürlich weiter zu vermitteln. Darum sind wir auch heute hier, um Ihnen sozusagen die technische Analyse näher zu bringen, da ich auch hier die Ausbildung dessen genossen habe über den Verbund der technischen Analyse im Sinne der Zertifizierung, der weltweit anerkannten Zertifizierung. Die muss man aber, will ich gleich sagen, nicht unbedingt haben, um an den Märkten jetzt erfolgreich zu sein. Ja, weniger ist auch hier oft mehr und es nützt Ihnen natürlich nicht viel, wenn Sie beispielsweise 500 Indikatoren kennen, 100 Formationen kennen, aber nicht wissen, wie Sie die anwenden sollen. Ja? Und deswegen auch hier der Tipp immer aus der Praxis, bauen Sie sich so ein Stück weit einen Werkzeugkasten zusammen. Ob Sie das nun erlernt haben im Sinne einer Ausbildung oder sich über Webinare, über Inhalte, über Bücher sozusagen angesaugt haben, um dann hier sozusagen Ihre Vorzüge zu finden, bauen Sie sich da über die Zeit was zusammen. Das ist hier wie ein ja, Ausdauersport. Das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, es braucht Zeit. Die müssen Sie auf jeden Fall auch mitbringen, um hier in den Märkten dann navigieren zu können. Aber Sie brauchen natürlich ein gewisses Rüstzeug, eine gewisse Werkzeugtasche. Ohne die geht es hier leider nicht. Und da sollten Sie sich dann sozusagen Ihre Finessen sozusagen dann erarbeiten, Step by Step. Gut, fangen wir an und gehen mal ein Stück weit ins Thema. Zunächst habe ich hier ein Slide im Sinne von Fibonacci nochmal am Start. Fibonacci auch hier ja, von Leonardo da Pisa ist es hier eine Riesengeschichte in Sachen Fibonacci, reicht viele hunderte Jahre zurück und Mathematiker seiner Zeit schon weit voraus hier mit der Fibonacci-Zahlenreihe. Natürlich hier Welten bewegt sozusagen und das Ganze eben aber auch nur darauf begründet, dass es gewisse Symmetrien gibt, die sich aber auch immer wiederholen und sozusagen auch in Form packen lassen. Und da gehen wir eben heute neben den klassischen Fibonacci-Retracements, die jetzt hier dann eben die Retracement-Levels, die bekannten 38.250, 61.8 umfassen oder die Extensions nach oben raus, 138, 261.8. Da sind wir dann auch schon beim goldenen Schnitt, dass hier im Prinzip alles irgendwo zusammenhängt und das trifft sich auch so ein bisschen, findet sich auch so ein bisschen wieder bei der Formationsanalyse, die wir heute eben beschauen oder betrachten wollen. Denn es geht um Wiederholungseffekte, die sich hier in der Natur im Sinne von eben hier mathematischen Retracements, mathematischen Formeln, mathematischen Ableitungen eben auch am Finanzmarkt treffen oder finden lassen. Der Markt selber ist ja letztlich eine Ansammlung von Millionen Menschen, von Millionen Meinungen und das sekündlich im Angebot-Nachfrage-Konzept letztlich aber alles auch mathematisch erfassbar. Den heiligen Gral hat dennoch keiner gefunden, da hier irgendwo trotz der gewissen Ordnung, die vorherrscht, eben auch ein Chaos besteht. Und genau das muss man auch wissen, dass wenn man sich hier an den Märkten bewegt,
mit dem Konzept der technischen Analyse unterm Arm natürlich hier einen kleinen Vorteil hat, ein Stück weit mit den Millionen Marktteilnehmern, mit den Millionen Signalen eben navigieren zu können, denn die charttechnische Analyse vermittelt uns sozusagen einen Eindruck der Masse, des Zustands der Masse. Und dann nochmal zu dem Slide der Formationsanalyse. Heute soll es speziell um die Formationsanalyse gehen. Und hier habe ich auch noch gleich eine kleine Site für Sie, die Sie im Hinterkopf behalten sollten für eine Nachbeschau nach diesem Webinar. Das ist thepatternsite.com. Das ist die Website von Thomas Bulkowski, der hier wissenschaftlich, und das war ja schon lange Zeit immer wieder ein großes Rätselraten, aber der hier wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass es eben statistische Wiederholungseffekte bei gewissen Candlestick-Formationen, bei gewissen Chart-Pattern, bei gewissen Chart-Formationen eben gibt und diese sich ausnutzen lassen, sofern man eben hier die richtige Anwendung findet und die statistischen Wahrscheinlichkeiten kennt. Er selber, der Thomas Bulkowski, hat zwei Riesenbücher geschrieben, die Enzyklopädien über die Formationen und auch Candlesticks. Das sind nachschlagewerte Werke von ja, deutlich über 1000 Seiten, meine ich. Ich habe sie beide bei mir. Es sind wirklich nur Nachschlagewerke, keine Bücher zum Lesen. Und aber hier die Website ist praktisch etwas, wo er dann hier fortlaufend an die Bücher angeknüpft, hier weitere Statistiken durchgeführt hat. Und auch zum Beispiel hier die Harmony Pattern, wird vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal untergekommen sein. Hier die Harmony Pattern auch statistisch sozusagen schon mal ausgewertet hat. Allerdings am Aktienmarkt, am US-Aktienmarkt, hierbei die liquidesten Aktienwerte am S&P 500 genommen, um hier dann auch die Statistiken zu treffen, die wir hier heute auch ein Stück weit bearbeiten werden. Und deswegen die Formationsanalyse auf jeden Fall ein Fakt, dem man sich widmen sollte. Denn es geht um das, was wir hier jetzt grob sehen in einem klassischen Linienchart. Es geht um Formationen, die mehr oder weniger immer wieder auftauchen. Der Markt, der Millionen Personen, Meinungen umfassender Finanzmarkt, die globale Verstrickung, ist natürlich schwerlich einzufangen. Aber es gibt eben hier die Massenpsychologie, die wir mehr oder weniger versuchen eben zu identifizieren. Und das verrät uns eben ein Stück weit der Chart, wenn wir hier die Masse in Sachen Angebot, Nachfrage, Findung, Preisentwicklung eben hier ja, beobachten können und sozusagen damit einen Zugang haben, um ein gewisses Verständnis auch ableiten zu können zum Gesamtmarkt. Und es gibt eben Doppelhochformation, eine klassische Schulter-Kopf-Schulter, es gibt ein symmetrisches Dreieck, klassische Trendlinien, ja, wobei ich ja hier auch immer sage, seien Sie vorsichtig mit schrägen Trendlinien. Warum werden wir gleich nochmal behandeln, aber es geht einfach nur darum, das sind alles nur Indikationen, das sind alles nur Möglichkeiten, um den Markt so ein Stück weit einzufangen. Aber es gibt eben Wiederholungseffekte in jeglicher Hinsicht, wo eine Trendlinie hält, wo ein Doppelhoch zu einer Umkehrbewegung führt oder eine Schulterkopfschulter eine komplette Trendwende einleitet. Das gibt es und ist auch in Zahlen nachweisbar. Klassisch auch hier Unterstützung, Widerstand aus dem Umstand des Verlassens oder des Durchbruchs des Widerstands wird aus diesem ehemaligen Widerstand dann eine Unterstützung. Von diesem Punkt findet ein Abprall statt. Das ist praktisch hier ein Ausbruch- und Pullback-Muster, was auch an den Finanzmärkten in relativer Häufigkeit stattfindet, man anfindet, vorfindet, um hier sozusagen an den Märkten zu partizipieren. Und das sind die Möglichkeiten, denen man sich nicht entziehen sollte. Doch um was geht es heute hier speziell im Webinar? Und das will ich Ihnen jetzt nochmal kurz aufführen. In den nächsten Minuten sollen wir oder wollen wir behandeln den Einstieg rund um Chartmuster. Dann eine interessante These in Sachen Chart ist nicht gleich Chart. Wo liegt da der Unterschied? Gerade bei schrägen Trendlinien hier mit Vorsicht zu arbeiten. Im nächsten Unterscheidung von Trendmustern dann noch einige Chartbeispiele und Facts. Und das, meine lieben Zuschauer, erwartet uns eben dann hier in den nächsten Minuten.